Wir sind zurück bei einer weiteren Folge von Lies of Fear 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns weiter durch dieses komische Gewirre geschlagen und von der Story her habe ich das Gefühl, dass wir als kleiner Junge unsere Schwester verraten haben, weil sie sich auf diesem auf dem Schiff, wo sie drauf gewesen sind, halt als blinde Passagiere eingeschlichen haben. Die Schwester sagte, dass wir uns halt verstecken sollen, beziehungsweise unser Versteck zurückgehen sollen und die Schwester halt weiter suchen geht. Mein Gefühl ist, dass wir wahrscheinlich in die Fänge von irgendwelchen Sicherheitsleuten gekommen sind, beziehungsweise von irgendwelchen Leuten, die auf dem Schiff am Arbeiten sind. Wir Angst bekommen haben, als kleiner Junge, unsere Schwester verraten haben und das wiederum zur Folge am Ende hatte, dass unsere Schwester, warum auch immer, gestorben ist. Deshalb geht's jetzt weiter. Weil, dass halt unsere Schwester gestorben ist, kommt mir halt einfach so komisch vor, weil schon in den ganzen Kapitel, die Farbe Rot so präsent ist. Rot wie Blut und ne, wenn man auch, sag ich jetzt mal, Früchte und sonstiges halt zermatscht, ne? Rose Früchte vor allem, dass es halt so aussieht, als wenn man da halt, ja, etwas kaputt gemacht hat. Menschliches. Oh Mann. We were meant to live forever. Da irgendwie reingucken? Irgendwo so eine Lücke. Ah, da oben. And I will. I will be forever. I will be. I will. Oh, es wird immer krasser. Das sein, dass Folgendes passiert ist. Man hat die Schwester verraten. Die Schwester ist natürlich extrem wütend deswegen geworden, hat sich dieses Messer genommen, ist dann wahrscheinlich auf eines der Angestellten mit diesem Messer draufgegangen, hat dann dementsprechend halt diese Person mit dem Messer umgebracht, was dann wiederum zur Folge hatte, dass sie getötet worden ist. So viel jetzt gerade zu meiner Theorie. Was? Ne. Es drückt mich also immer da runter. Okay, dann gehen wir halt immer in die andere Richtung. Ja, ist das schon gut. So.
accept what was lost, to accept the pain and feed your own fire. Your own fire. War das jetzt gut? War das jetzt gut, dass wir in diese Richtung gelaufen sind und nicht einfach den schweren Weg gegangen sind? Lily, please come back. I need you. Hello? My name is James. What's yours? Ja, wie ich sagte, der hat sich irgendwie das eingebildet gehabt, das Ganze. Ich sehe schon wieder ein neues Bild. The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel, not what we ought to say. Meine Theorien bestätigen sich für mich halt irgendwie immer mehr und mehr. That's a funny name. Can you help me find my sister? Okay, warte mal, wenn das jetzt das ist, was ich mir denke, warte mal, wir haben jetzt hier einen Zahlencode. Da ist hier wieder irgendwas drin und ich brauche einen Zahlencode. 3 3 7 3. Ich glaube, das hätte man, glaube ich, nicht als Untertitel da reinschreiben müssen, dass es ein seltsames Geräusch ist. Jetzt die Zähne rausschlagen oder was? Ja, also wie ich mir nach wie vor denke, also jetzt habe ich nämlich schon wieder eine neue Theorie im Kopf. Mein Gott, ey, ich bin hier wieder so am Rumspinnen, dass man sich da wahrscheinlich, dass man vielleicht von einem
Dämon? Von dem schwarzen Rauch, was man auf diesen Bildern da gesehen hat, dass man davon irgendwie eingehüllt wird und man dadurch die Schwester halt selber sogar getötet hat. Das ist immer so die Sache. Ne? Ist nämlich schon wieder so ein Bild. She's been gone a long time. I'm scared something happened to her. I didn't mean to. She told me to go back. No, stop it. It's not true. Ja, es ist schon wieder. Er hat sich natürlich jetzt. Vor lauter Angst hat man sich natürlich jetzt als, ne, kleiner Junge sich dann irgendwie einen Freund eingebildet und dieser hat dann natürlich gesagt: So, ja, pass auf, ne, deine Schwester ist tot. Jetzt schon mal nicht entlang. Oder war drin? Nee. Jetzt wird's ziemlich abstrakt. Pass auf. Das kleine Junge hat man sich zu einem, ich sag mal ganz doof, zu einem Mörder entwickelt. Weil, wenn man sich das hier anguckt, ne, hier sind jetzt über diese, die Mäuse, die hier gefangen sind, ja. Und diese Personen, halt irgendwie, so, was? Müssen wir mal gucken. Etwas, was natürlich mit dem was nehmen, was, sag ich jetzt mal, die Goldwaage aufhängen. Das sieht aus wie einen Kopf und einen Arm. Gucken. So, wir haben den Kopf. Hier müssen wir den anderen Arm. So. Stripped of all my riches, I sailed the sea of nothingness. My debt to you, I will repay.
Here is my pound of flesh. Ja, wie ich ja bereits sagte, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass man halt irgendwie als kleiner Junge wohl von irgendwas düsterem heimgesucht worden ist und man dadurch halt, naja, ein Mörder geworden ist. Das ist schließlich immer so die Sache, ne? Ist wirklich sehr, sehr speziell. Auch wenn es jetzt gerade so relativ linear ist, das Ganze. Okay, da sind wir gewesen, hier sind wir gewesen, da sind wir jetzt auch gewesen. Das heißt, jetzt rennen wir mal da runter. Wieder vor dem Dings abhauen müssen, vor dem Typen. I come from a sea of displeasure. I have longed for affection. Now I live to please you. Naja, das war jetzt irgendwie ein bisschen absehbar, dass das passiert. So, wir rennen wieder zurück. Aber nach wie vor, man hat ja immer dieses Rumgekeuche da. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ich meine, ich habe hier jetzt auch schon alles hier jetzt gemacht, glaube ich. Genau, von hier bin ich ja gekommen. Da kann ich ja schlicht hin. Ich bin hier lang, ich bin da lang. Ich bin hier entlang, ich bin auch da entlang. Die Truhe war jetzt auch nichts drin. Hier ist... Oh, hier ist ein Zell. You're right. It is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way. I'll do what needs to be done. I'm the captain now. Captain. Oh Mann, es ist genau das passiert, was ich mir gedacht habe, ey. Lead us, O Captain. We will follow you across the seven seas.
Ich muss so schnell sein. Einfach nur schnell sein. So. It's just you and me, Captain. Forever. Ach nein. Here we are again. You almost had it. She lied to me. Das Bild kennen wir doch irgendwo her. She lied to me. She lied to me. She lied to me. Ja, wie ist es denn nochmal? Ach, hört doch auf. Jim? Heißen wir in Wahrheit Jim, nicht James? This way. It's so dark. Ja, und bleib doch stehen. Something bad happens. What if I can't find you? Shh. Listen to my voice. Hold it deep inside, and I will always be there for you. Forever. Daher die Lüge. Sie ist gestorben und ja, deshalb kann sie halt nicht für immer für ihn da sein, so wie sie es eigentlich versprochen hat. Noch immer die gleichen Gänge hier. Vieles scheint sich echt hier zu wiederholen.
So, wir sind wieder zurück in unserem, bei unserem Schiff hier, beziehungsweise in unserem Raum. Und es sieht jetzt hier echt so aus, als wenn wir hier irgendwie unter Wasser sind. Ja, als wenn hier dieses Schiff untergegangen ist. Ja, was wiederum nochmal meine Theorie bestätigt, dass ja die Lilly, dass der Lilly irgendwas passiert ist, dass er wohl wahrscheinlich irgendwo runtergefallen ist und ach ja, also Lilly geht's nicht mehr gut. Charakter, das werde ich nicht sein, wenn du mich wieder siehst. Okay. Ja gut, ne? Wenn wir sagen, dass wir das erste Mal hier das beenden und dann in der nächsten Folge hier mal in Ruhe alles mal durchgehen, was jetzt hier wieder sich verändert hat. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, dürft ihr mich gerne bzw. meinen Kanal kostenlos abonnieren. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Layers of Fear 2. Bis dahin, ciao.